Hoi, da was geht ab, Leute, Hong hier. Selbe Klamotten in drei Videos hintereinander. Liegt daran, dass es immer noch derselbe Tag ist. Ich habe heute mehrere Videos gedreht. Ich drehe jetzt gerade noch ein Video, schnell am Abend noch, weil es kommt morgen raus. Und morgen habe ich vor, über das neue Gym-Update zu reden, über die Arenen. Ist ein längeres Thema. Dementsprechend wusste ich nicht, ob ich morgen noch Zeit finde, dieses kleine kurze Info-Video hier zu drehen. Sorge ich mal vor und mache das jetzt, während ich noch kurz Zeit habe. Und zwar am Freitag findet in den Pasing-Arkaden hier in München so eine Art, naja, ich will nicht sagen Event, aber so eine Art Event statt. Das nennt sich Meet and Greet. Pokémon Go Meet and Greet am Freitag, 30. Juni 2017 von 10 bis 18 Uhr bei uns in den Pasing-Arkaden. Okay, ich habe jetzt schon so viel vorgelesen, ich kann den Rest auch noch vorlesen. Pikachu ist in ganz Europa unterwegs und macht auch Stop bei uns. Bei uns Center? Heißt es nicht bei uns? Im Center? Also unbedingt vorbeikommen, hol dir dein persönliches Foto mit Pikachu, fang viele Pokémon oder besieg zusammen mit anderen Pokémon Go Trainern sogar deinen ersten Raid Boss. Dazu kommen wir gleich noch. Denn mit der neuen Version hatten die Raid Kämpfe in den Pokémon Go Arenen Einzug. Diese kooperativen Events werden nach und nach eingeführt. Und zwar vorerst als Beta für hochstufige Spieler an gesponserten Arena-Orten. Ja, das stimmt leider nicht mehr. Die gibt es jetzt überall und für sogar ab Level 20 jetzt. Das wurde nochmal runtergeschraubt. Da seid ihr ein bisschen spät dran, Pasing-Arkaden. Eine dieser Arenen sind wir, Pasing-Arkaden. Eigentlich schon, ja. Kommt und besiegt zusammen mit uns, mit bis zu 20 anderen virtuellen Trainern, einen Raid-Boss. Mehr Infos dazu, Pokémon Go Live, offizielle Webseite. So, als das angekündigt wurde, war es noch relativ gehypt und man dachte, dort werden die ersten Arenen freigeschaltet und die ersten Raid-Bosse, wie die auch angekündigt und werben. Aber dem ist ja nicht mehr so. Arenen sind jetzt frei und Raids finden überall statt. Am Freitag noch, da war es exklusiv bei gesponserten Arenen wie in Pasing. Aber das ist halt nächsten Freitag, eine Woche später, und der Geiz ist eigentlich weg, mit dem die eigentlich einen locken wollen und werben. Was schade ist, weil davor, als das angekündigt wurde, haben mich ein paar Zuschauer gefragt, ob ich da sein werde. Und anscheinend kommen auch mehrere Leute dahin, von ein bisschen außerhalb. Ein paar Zuschauer wollten mich dort treffen, was echt cool ist eigentlich, aber jetzt weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil das hier da doch nicht so spektakulär klingt, wie vor 2-3 Wochen, da klang es noch relativ cool, aber jetzt klingt es eher nicht so spektakulär. Es hat auch ein paar vorgeschlagen, dass wir dort halt ein kleines Fantreffen machen, was für mich immer noch sehr komisch klingt, dass ich überhaupt Fans habe, aber auf jeden Fall, dort hätten wir uns treffen können und ein paar Arenen machen, ein bisschen Module, also angeblich wären da auch Module gewesen, die die ganze Zeit gezündet werden, aber jetzt hier beim offiziellen Post habe ich nichts gesehen, was auch schon mal enttäuschend ist. Aber nichtsdestotrotz werde ich dort sein. Die Leute, die kommen wollten von außerhalb ein bisschen, haben sich seitdem nicht mehr gemeldet. Also schauen wir mal, ob da noch welche kommen. Aber ich kündige es jetzt hier an. Ich werde dort sein, auf jeden Fall. Ihr könnt vorbeischauen, wir können kurz chillen. Wird doch nicht so groß und spektakulär wie anfangs gedacht mit diesem ganzen Zeug. Aber wir können da auf jeden Fall mal kurz chillen. Bisschen abhängen und dann schauen wir mal, eine Arena machen, ein Raid vielleicht. Wird vielleicht ganz cool. Und passt eigentlich auch ganz gut zu den 4000 Abos, die ich vor kurzem geknackt habe. Kleines 4000 Abo Special. Abhängen mit Hong oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon über 4300, also wir gehen auch Richtung 5000. Echt krasse Leistung von euch. Danke für den Support. Und ja, wie gesagt, kleine Info. Ich werde dort sein am Freitag. Alle Details werde ich nochmal unten in die Beschreibung packen. Alle Links, damit ihr vorbeischauen könnt. Und das war's. Schaut vorbei. Wir können zusammen abhängen, ein Raid machen oder so. Schauen wir mal, was so geht. Ansonsten schaut das Arena-Video an, was ich hoffentlich gedreht habe. Noch habe ich es nicht gedreht, also morgen werde ich es drehen und hoffentlich vor diesem Video hier hochladen. Schaut das auf jeden Fall an. Wird wahrscheinlich ziemlich wichtig sein. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schaut vorbei. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business.